sich der Betrachter zu verhalten hat, wann er liegen muss, wann er stehen muss, wann er sitzen muss, imaginierte er die Belagerung von Jerusalem im Hinblick auf ein Urmodell der Prophetien. Wir sprechen jetzt von den alttestamentarischen Prophetien, Ezechiel oder Hesekiel in einer lutherischen Version. Ezechiel als denjenigen, der das Grundmodell der